was für jeden. Ich für mich persönlich möchte einfach auch, dass viel mehr Menschen mitbestimmen, viel mehr Menschen aktiv sind, so wie eben in der Schweiz, was ich vorhin schon gesagt habe, fände ich jetzt wirklich vorteilhaft. Und deswegen, wer von Ihnen findet dann, dass es gut ist, dass unsere Regierung von oben nach unten agiert? Okay, Sie, wollen Sie vielleicht da Ihren Ausdruck dafür preisgeben oder wollen Sie einfach nur weitergeben und einfach nur sagen, dafür bin ich, und aber nicht in den Diskurs treten? Ja, das ist eben genau das, was irgendwie so ein bisschen fehlt, dass man einfach sagt, hey, ich bin für das und das, und sein Mann oder seine Frau steht und dann einfach sagt, ja, ich denke das und das. Und das ist genau das, was wir eigentlich auch wieder lernen müssen, dass wir für unsere Meinungen auch dastehen und sagen, hey, ja, ich habe die Meinung, also es gibt ja auch sehr absurde Meinungen, also zum Beispiel die Erde ist eine Scheibe, ja, kann man denken, ist auch in Ordnung, kann jeder für sich selbst denken, ich sehe die Erde als ein Globus, ja, aber genau das ist es ja, dass man einfach im Diskurs sich miteinander unterhält und sagt, hey, ja oder nein, wir haben hier jetzt hier Afrika zum Beispiel, ein junger Mann mit einem afrikanischen Shirt. Und wie sieht, könnt ihr schon Deutsch oder seid ihr hier schon Deutsch eingedeutscht oder, ja, oder könnt ihr schon Bayerisch und seid total Bayern? Wie seht ihr das? Wie ist es bei euch jetzt in Afrika? Also gibt es da auch Menschen, die auf die Straße gehen und irgendwie den Diskurs wieder fördern oder fordern oder machen können? Oder wie seht ihr das? Ich höre es nur nicht. Ja, Sie haben was? Sie sollten mal lieber sagen, dass am 5.6. David Grush öffentlich in den USA über seinen Anwalt, also mit Anwalt, verlauten ließ, dass die USA im Besitz von nicht-irdischer Technologie sind. Am 5.6. Es wird zurzeit im US-Kongress behandelt und soll jetzt auf die Tagesordnung kommen, weil es über 80 Jahre lang verschleiert worden ist. Und er hat sogar eine Beschwerde geschrieben an den Army Chief of Staff, dass das alles verschleiert worden ist. Was über 80 Jahre verlacht worden ist, ist jetzt offiziell in den USA auf dem Tisch. Okay, dann müsste ich da ganz kurz nochmal fragen. Das würde bedeuten, dass diese ganze Klimabewegung alles nur Verarschung war und dass wir über 80 Jahre verarscht worden sind und dass diese Technologien schon lange hier sind. Die Technologien für Nachweis. Nicht irdischer, okay. Offiziell von David Grush, hoher CIA-Beamter, verlauten im Auftrag, also mit Vertretung und seinem Anwalt, der selber früher Chief of Army war. Chief of, also das ist im US auf der, im Kongress auf der Tagesordnung. Du hörst hier von nichts. Das ist Wahnsinn. Okay, das ist hochinteressant, dass wir gar nicht das hören. Also ich hab's. Ich war ja im ARD im letzten Jahr kurz mal für einen Tag mit den UAPs, mit den Objekten, für ein paar Tage bei ARD. Aber jetzt ist es offiziell, dass die USA im Besitz nicht-irdischer Objekte sind. Das ist am 5.6. für jeden einsehbar. David Grush. Und wo kann man sich das anschauen? Also ich meine... Interview David Grush. Okay, also nicht in der ARD kommt es nicht und im ZDF, was eigentlich normalerweise sein sollte. Da hörst du also David Grush und dass wir sozusagen nicht die Wahrheit gesagt bekommen haben von... Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass ich meine, wir sind hier in einem Universum und da gibt es sicherlich andere Wesen, die wahrscheinlich vielleicht noch weiter sind, hundertprozentig noch weiter sind. Und es wäre natürlich schön, wenn wir da einfach auch mal, aber da müssen wir auch ein bisschen an uns arbeiten, glaube ich, dass wir einfach die Wahrheit suchen und hinter die Kulissen blicken und immer wieder danach forschen. Und also wenn Sie jetzt gerade sagen hier, dass es nicht im ARD und ZDF kommt, dann muss ich ja irgendwie sagen, ist unsere Medienlandschaft nicht wirklich, Journalismus ist dann kein richtiger Journalismus. Okay, das ist ja bedauerlich. Also David Grush am 6. Am Sonntag kommt das komplette Interview im Internet und das ist eigentlich das historischste Thema überhaupt in diesem Jahrhundert. Es wird ein historisches Thema, das am Sonntag. Ja.
Und das ist offiziell auch eine Tagesordnung des Kongresses, weil der hat sich beschwert beim Army of also an ihn sind Leute herangetreten aus Geheimprogrammen. Es gibt ja seit Mai 2023 ein Whistleblower-Gesetz, dass Leute aus Black Budget-Programmen an die Öffentlichkeit gehen können, ohne Bestrafung zu befürchten. Und der hat dieses Gesetz genutzt, kann keine Bestrafung befürchten und an ihn sind Leute herangetreten. Und er will es jetzt öffentlich machen, dass die USA im Besitz nicht irdische Objekte sind. Er hat die Beweise. Das ist sehr spannend. Okay, also wir haben also von Besuch öfters, haben wir ja sowieso, also gab es ja hier auch am Ammersee, gibt es ja auch immer wieder Besuche von anderen Galaxien oder wo auch immer die herkommen. Weiß ich nicht, also ich habe auch noch nicht mit Ihnen gesprochen, aber ja, sehr interessant. David Grusch am 11.06. an diesem Sonntag kann man sich im Internet anschauen, also kann ich nur jedem, hat der junge Herr hier einfach gesagt, David Grusch, Internet, wirklich ein Whistleblower und einfach anschauen, weil jede neue, also ich meine, ich bin relativ sicher, dass es wirklich außerirdisches Leben gibt, weil wir sind nicht die einzigen hier in diesem Universum, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr Hirn haben und zwei Hände, by the way, die wirklich auch was formieren können und mit den Händen kann man was generieren. Und ich glaube auch, das hat ja auch der Nikola Tesla hat ja auch die freie Energie schon umgesetzt. Also da kann man auch mal einfach schauen, dass man, also gerade in diesen Bereichen ist doch sehr viel schätzungsweise noch hervorzuholen. Und ich habe mich mal ein bisschen mit dieser Reichsbürgergeschichte auseinandergesetzt, weil ich habe da zu wenig gewusst und habe dann mit Menschen geredet, die da ein bisschen mehr wissen, weil ich war halt einfach da blank, also wissensblank, ja. Und ich meine, es ist jetzt nicht meine Idee, aber es sind ein paar Sachen, wo ich mir auch gedacht habe, zum Beispiel Artikel 146, da sollte man nochmal eine Versammlung machen, um wirklich eine Verfassung zu generieren. Scheint noch nicht gemacht zu werden zu sein, steht immer noch im Grundgesetz drin. Dann habe ich auch neu erfahren, dass zum Beispiel, man hat ja immer eine Gewaltenteilung normalerweise, also die Judikative, die Exekutive, die Legislative und die Presse. Da scheint jetzt keine Gewaltenteilung mehr zu sein. Da bin ich dann auch nochmal reingegangen und habe im Grundgesetz der Artikel 94 und 95, da steht drin, dass das Justizministerium die Richter und die Staatsanwälte bestellt. Also das ist für mich persönlich gesehen, hat es dann nichts mehr mit Gewaltenteilung zu tun, weil wenn der eine sozusagen der Staat über die Richter und die Staatsanwälte bestimmt, das heißt, da ist die Gewaltenteilung für mich nicht mehr da. Also es, da ist scheinbar ein Gap, es gibt ja immer wieder Gaps, das ist ja normal, das hat übrigens auch Thomas Paine gesagt, dass man immer wieder, Gesetze müssen immer wieder neu formiert werden, weil einfach auch die Zeit sich ändert. Und da würde ich sagen, können wir auch, das ist jetzt so ein Thema, was ich sage, könnte man verändern, weil ich schon gehört habe, dass eben Richter nicht mehr selbstbestimmt urteilen können und das natürlich nicht die Sache des Erfinders. Ne? Sehr interessant, was du sagst. Also ich habe jetzt gehört, dass Deutschland keine internationalen Strafbefehle mehr ausstellen darf, weil die Justiz in Deutschland nicht unabhängig ist, wie in anderen Ländern, ja? Sondern bei uns ist die Justiz gebunden an das Justizministerium. Ich meine, das sieht man ja, ein Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, der Herr Habert, geht ja ein und aus bei der, oder früher bei der Frau Merkel, jetzt wird es nicht anders sein, beim Herrn Scholz wahrscheinlich. Also wir haben, glaube ich, definitiv, oder ich glaube nicht, sondern ich denke definitiv keine unabhängige Justiz. Das heißt, in der Konsequenz, dass unser Rechtsstaat kein Rechtsstaat mehr ist. In einem Rechtsstaat brauchen wir eine unabhängige Justiz und die haben wir nicht, so viel ich weiß. Ich bin kein Anwalt, kein Jurist, aber ich habe es recherchiert und ja, es hört sich nicht gut an. Ja, also ich denke mir mal, es muss immer wieder, deswegen gibt es ja auch immer wieder Menschen, die sich dieser Thematik sozusagen neu annehmen
Und wenn man sowas sieht, dann muss man das so machen, wie halt der Gandhi auch gesagt hat, wenn du siehst, das ist eine Veränderung, dass du damit nicht d'accord bist, dann bist du selbst die Veränderung. Das heißt also, man muss da wirklich dagegen wahrscheinlich einfach eine Petition machen oder einfach neue Gesetze formieren, auch im Bundestag neue Strukturen vielleicht. Ja, also das ist definitiv ein Thema, dem man sich auch als Partei meiner Meinung nach annehmen muss, weil das wirklich so ist. Also ich meine, sorry, aber ist halt ein Gap. Also wie sagt man, Abgrund, aber halt einfach ein Fehler im System. Es ist fehlerhaft im System, weil das ist ja eigentlich der Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist ja ein Rechtsstaat. Ja? Und wenn wir den Rechtsstaat nicht haben, dann gibt es ein großes Fragezeichen. Wer schützt uns dann? Wer schützt uns vom Staat, wenn wir keine unabhängige Justiz, keine unabhängigen Richter mehr haben? Dann sind wir Willkür. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Ich will nicht in einem Willkürstaat leben. Ja, und wenn wir jetzt gerade dabei sind, also jetzt habe ich vorhin gerade war ein junger Mann hier, der eben gesagt hat, man soll sich den und den anhören am 11.06., also am Sonntag, der ein Whistleblower war und der eben gesagt hat, dass wir schon seit längerem von, in Anführungszeichen, außerirdischen Energiemöglichkeiten haben, ja. Und es wurde bei uns oft in den Medien, habe ich das nicht gehört, also kein bisschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind denn unsere Medien auch frei? Sind die wirklich auch vom Staat frei? Oder ich meine, jetzt, also irgendwie scheinbar ist da auch ein Gap an... ja, also an Medienübertragung, Wissensübertragung. Also 2019 gab es ja eine Vereinigung weltweit, ich glaube Trust, nein, wie heißt, hieß die nochmal, so eine Vereinigung von Medien. Das heißt, es darf nur über einen Kanal die ganze Information laufen, wenn ich das einmal ganz einfach sagen darf. Das ist eine Vereinigung, die weltweit die ganzen Medienunternehmen zusammenschließt, die praktisch eigentlich einer von dem anderen nur abschreibt und es wird alles, Zensur, weiß ich nicht, ob man es Zensur nennen darf, aber es geht alles nur durch einen bestimmten Informationskanal, was übernommen wird. Und das ist eigentlich schade. Wir brauchen die Vielfalt der Medien. Das ist ganz wichtig, damit der Bürger sich informieren kann. Wie sollen wir entscheiden, wenn wir nicht wissen, wenn wir nur eine Meinung haben? Wir brauchen unabhängige Medien, das ist das Allerwichtigste. Und unsere Gebühren müssen auch die unabhängigen Medien bekommen, damit sie berichten können und am Leben bleiben können. Aber da haben wir jetzt Ludmilla, da würde ich gleich mal darauf zu sprechen kommen, von Julian Assange, der seit Jahren im Gefängnis ist, weil er eben ein Mensch, der WikiLeaks gegründet hat, wo man eben seine Whistleblower-Geschichten darstellen kann und wirklich einfach auch die Wahrheit darstellen kann. Ja. Und es ist nur ein Journalist, ja, aus Australien und der eben auch ein guter Computerfreak war und der das eben gegründet hat. Und deswegen sitzt er im Gefängnis, weil er einfach Journalismus betrieben hat. Also so wie Watergate oder jetzt hier mit unserem Blow-up vom Nord Stream 2, wo der Herman... Also Julian Assange ist ist ein Held. Meiner Meinung nach ist er ein Held. Er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt in Afghanistan und deswegen sitzt er seit Jahren im Gefängnis in England. Und ich glaube, heute oder gestern wurde die Berufung abgelehnt. Er wird wahrscheinlich ausgeliefert an die USA. Und ich verstehe nicht, warum hier die Medien schweigen. Man hört immer einen Nawalny in Russland, wie schlecht es dem geht. Das ist schrecklich, finde ich auch. Darf nicht sein, dass Journalisten oder Oppositionelle eingesperrt werden. Aber ein Julian Assange, der seit Jahren im Gefängnis sitzt und die Medien schweigen, das ist der Tod unserer freien Presse, der Tod der Medien, der Tod der Information. Bravo! Es ist so, ja? Und ich weiß nicht, wie viele Journalisten es noch gibt, denen es ähnlicher geht. Er ist eine Figur und wir sollten alle uns einsetzen für Julian Assange. Das ist der Tod der Meinungsfreiheit.
was mit ihm gemacht wird. Es ist eine Schande. Möchtest du was sagen dazu? Politiker und die ganzen Leute, die verstecken viele ganze Köpfe, müssen mal gewaschen werden von denen richtig. Die legen alle unter Druck. Deswegen wollen die nichts mehr sagen. Okay, also das kann gut sein, dass sehr viele von unseren Politikern in der Angst leben. Wir haben ja sehr viel Angst auch in den letzten 2 Jahren immer durch die Medien gehabt. Also es wurde ja immer wieder sozusagen über... Und ich habe zum Beispiel Nord Stream 2 zum Beispiel, hat ja das Simon Hirsch eben herausgefunden, dass eben die Amerikaner das gemacht haben. Entschuldigung, ihr müsst euch mal nur das anschauen, dass die ganzen Politiker uns Deutschen komplett verarschen, von Strich und Faden. Die legen uns doch schon ein Ei, ob wir CDU wählen oder AfD, wie auch immer. Das sind alles Betrüger, das sind alles, die müssen eingesperrt werden. Und nicht diese Leute, die Armen, die wo wirklich nichts mehr haben. Die sperren uns schon das ganze Geld ein, wir wissen schon rechts und links mehr nicht mehr, wo wir leben können. Und dann tun die uns noch verarschen, bis zum geht nicht mehr. Und wer ist schuld? Da wendet sich mal beim Bundespräsidenten. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Also wir haben einiges aufzuarbeiten, gehe ich mal von aus. Deswegen sage ich auch, also ich kann immer nur sagen, die Basis, also für mich jetzt persönlich ist die Basis deswegen wählbar, weil sie sagen, Volksentscheide. Volksentscheide, Volksentscheide, Volksentscheide. Und zwar jeder Einzelne, dass jeder Einzelne mitbestimmt. Mitbestimmung wirklich von unten nach oben. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, weil wir sind viele und viele haben unterschiedliche Meinungen, aber wir können immer einen gemeinsamen Weg finden. Und jeder, glaube ich hier, also ich zumindest, hätte auf alle Fälle für keine Waffen nach der Ukraine gestimmt und für die Verhandlungen. Ich. Aber wie die meisten, also ich würde sagen, die meisten hätten da wahrscheinlich dafür auch gestimmt, dass eben kein Krieg. Und deswegen sage ich immer, Volksentscheide, so wie in der Schweiz auch. Und wirklich offene Presse, und da bin ich absolut bei dir, es ist indiskutabel, was wir momentan auf diesem Globus, weltweit by the way, weltweit wirklich haben. Wir haben einfach, leider Gottes, ja, wir haben viel zu tun und jeder Einzelne ist da auch in Aktion. Und möchtest du auch was machen? Okay, also machen wir jetzt mal hier ein Volksentscheid. Also ich bin jetzt fürs Negative, ja, und du bist für das Positive. Ich sage, weiter Krieg, möglichst viele Waffen senden in die Kriegsgebiete, in die Ukraine. Wer es darf, also das ist meine Meinung, ja. Also ich bin natürlich nicht meine Meinung, aber das wäre jetzt die eine Seite. Und die andere Seite wäre für Frieden, keine Waffenlieferungen, Verhandlungen. Wer ist für Frieden hier? Also Frieden. Wer ist für Frieden? Bitte Frieden. Alle die Hand hoch. Alle wer ist für, die, wer für den Frieden? Ist. Frieden mit Verhandlungen. Frieden! Okay. Wer ist für Krieg? Wer ist bitte für Krieg? Wer ist für Krieg? Und warum? Ja, da haben wir auch einen jungen Mann. Vielleicht gehst du mal in den Krieg rein und erlebst es selbst. Ich war selbst im Kriegsgebiet als Journalist. Ich habe das erlebt. Ich habe Flüsse überquert, wo immer aufpassen muss, dass da keine schwimmenden Bomben dich entgegenkommen. Mir sind die Bomben über meinen Kopf geflogen. Ich habe mit den Menschen direkt vor Ort geredet, also direkt im Schützengraben. Und ich habe auch mit den Menschen, die dort leben, geredet. Ja? Also es war in Jugoslawien. Und ich kann nur jedem das erzählen, dass es wirklich auf beiden Seiten, egal ob bei den, was weiß ich, bei der Gefechtsliste irgendwie die Köpfe eingeschlagen haben, es ist immer nur Zerstörung. Und das sind für die Menschen und für die Seelen, es ist immer nur Zerstörung. Deswegen, Krieg ist immer der falsche Weg. Es ist immer nur die, naja, ist ein bisschen idealistisch gesagt, aber die Liebe und das Miteinander, das Verhandeln, das ist einfach Mediation. Es braucht keinen Rosenkrieg, auch in einer Familie. Du kannst auch gerne hier kurz reden, also... Danke, zu dem Punkt möchte ich nur kurz sagen, es ist ja nicht so, dass die Abstimmung generell ist, wer ist für Frieden, wer ist für Krieg. Im Fall Ukraine und Russland ist es ja so, dass ein autoritäres Regime, zumindest autoritär, fast schon diktatorisch, einen Staat angegriffen hat, der nichts zu verschulden hatte in dem Fall. Und damit auch nicht aufhören wird, einfach nur, wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt hier Frieden haben, die wollen die Ukraine einnehmen,
vielleicht sogar noch weiterziehen, vielleicht noch weitere Staaten einnehmen und dort Unfrieden stiften. Und da ist es wichtig, sich zu verteidigen. Und da ist es gerade auch aus unserer Sicht und auch mit unserer Geschichte wichtig, dass wir da auch unterstützen und auch weiterhin dabei helfen, dass verteidigt werden kann. Okay, sehr interessant. Dann würde ich jetzt gerne mal wissen oder dich fragen, ob du, jetzt haben wir für unterschiedliche Meinungen, aber ich würde gerne fragen, weißt du, was am Maidan passiert ist 2014? Weißt du, was von 2014 bis 2022 in Donbass und Lausanne passiert ist? Kennst du den Vertrag, den Minsker Vertrag 2? Weißt du, dass kurz nachdem Russland eingefallen ist, was natürlich auch ein Völkerrechtsbruch war, aufgrund dessen, dass in Donbass und Lausanne wirklich Bürgerkrieg war. Also weißt du auch, dass dann kurz nachdem die Russen und die Ukrainer sich hingesetzt hatten in der Türkei und versucht haben, einen Friedensvertrag zu generieren und dann England dazugekommen ist und gesagt hat, nee, also Zelensky, wir unterstützen dich mit Kampf und so weiter, also mit Waffen und dergleichen. Also ich denke mir mal, man muss immer die Geschichte kennen. Man muss immer die Geschichte kennen. Ich kann dir nur einen Herrn Daniele Ganser empfehlen. Der Daniele Ganser ist ein Professor in St. Gallen. Der hat zum Beispiel seine Doktorarbeit über den Kubakrieg geschrieben und hat zuerst mal amerikanische Autoren gelesen und hat sich gedacht, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie kann Russland dort wirklich Atombomben stationieren? Wie geht das nur? Wie kann das sein? Und dann hat er kubanische und russische Literatur gelesen und hat festgestellt, oh, da muss ja vorher, also zum Beispiel die CIA hat versucht, den Fidel Castro sozusagen zu stürzen. Also hat ist ein anderes System gewesen. Und zusätzlich hat er dann im Oval Office, gibt es immer Aufnahmen, also der John F. Kennedy hat alles, was gesprochen worden ist im Oval Office, hat er aufgenommen, damit es der Nachwelt zur Verfügung gestellt werden ist. Und du kannst es dir, wenn du eine Doktorarbeit schreibst, kannst es dir holen und kannst sozusagen dann hören, was da aber gesprochen das ist ja, worden ist. Aber das ist ja, und dann, ist ja ein anderer Punkt. Ja, nein, das ist ja, darum, ist ja was ganz anderes. Einfach, es ging, muss es ging wissen, jetzt gerade grundsätzlich... Grundsätzlich ging es ja jetzt um die Abstimmung, aber es ist die immer vertäuschte Abstimmung, wer ist für Frieden, wer ist für Krieg. Das ist vorgetäuscht, das ist eine Abstimmung, die können Sie so überall machen. Alle werden für Frieden sein, niemand wird für Krieg sein. Aber wenn Sie die Abstimmung, wenn Sie dann damit das verharmlosen, dass aktuell gerade ein Staat angegriffen wird von einem anderen Staat, der den quasi verschlingen möchte und von der Landkarte verschwinden lassen möchte, auch das mit der Vorgeschichte. Nein, es ist, also es gibt zum Beispiel ganz viele Ukrainer, die Russen. Sei ein Mann und kämpft dann. Nicht nur Sprücheklopfe, geh einfach kämpfen. Geh, zieh den Helm an, geh kämpfen. Die satanistischen Pädophilen der USA. Was ist denn? Stopp die NATO! Wer Russland verurteilt, aber dann an Seite der Amerikaner kämpft, Untermensch, Heuchler. Okay, jetzt geht es hier wirklich sehr emotional. Ist auch gut, sehe ich übrigens auch so, aber es gibt nicht die Amerikaner per se, weil meine Familie lebt auch in Amerika, aber Pädophile weltweit, es scheint da wirklich Ringe zu geben. Und das ist natürlich, sorry to say, die müssen einfach, also da muss ich wirklich sagen, die müssen ins Gefängnis und psychologisch behandelt werden. Es geht gar nicht. Also es ist ein absolutes No-Go. Wer sich an Kindern und an Menschen, die nicht sich verteidigen kann, verkönnen, wirklich vergreift, ist ein absoluter, für mich indiskutabel. Aber der junge Mann hier noch, ich kann dir nur sagen, Verhandlungen sind immer das Beste. Und je länger du einen Krieg unterstützt, umso mehr Menschen sterben, und zwar auf beiden Seiten. Deswegen heißt es für Deutschland, Menschen hinsenden, Diplomaten und schauen, dass man wirklich miteinander einen Weg findet. Und das komischerweise haben das schon die Afrikaner gemacht. Und witzigerweise hat das auch schon ein Chinese gemacht, der Wang Yi, der eben während der Münchner Sicherheitskonferenz hier kam und eine Friedensmöglichkeit gegeben hat. Und eine Frau Baerbock hat nichts dazu gesagt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolutes nicht, das geht nicht. Man muss einen Frieden machen und Verhandlungen. Ein Frieden wurde immer nur auf dem Verhandlungstisch gemacht.
Das ist einfach so. Und junger Mann, geh einfach mal selbst hin. Ich kann es dir nur empfehlen. Selbst hingehen und selbst mal sehen, was ein Krieg bedeutet. Und selbst mal sehen, dass man einfach nur mit Verhandlungen jeden Krieg, nur mit Verhandlungen stoppt. Immer. Nicht mit Waffen. Waffen ist Waffenindustrie. Ich möchte keine Waffenindustrie unterstützen. Tut mir leid. Und die Deutschen sind in der Waffenindustrie richtig weit vorne. Tut mir auch leid. Finde ich nicht gut. Da würde ich lieber dazu tendieren, dass wir mehr in Sachen Umwelt machen. Kann man ja mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, ja? Aber nicht in die Richtung des Krieges. Kriege sind einfach kontraproduktiv. Und es verdienen Menschen daran, und es ist aber am Mord, also am Töten. Und Töten ist nicht das, was wir als Menschen in uns tragen. Wir wollen generieren, wir wollen Positives generieren. Und das, ja, hier haben wir einen jungen Mann, der Max oder Maxi, und der würde gerne mal, hat auch einen eigenen Kanal und würde gerne mal seine Fähigkeiten hier zur Schau stellen. Und ja, dann würde ich sagen mal, Bühne für Maxi. Für den Frieden! Wow, für den Frieden! Vielen Dank! Bravo! Sehr schön, klasse! Vielen Dank, junger Mann! Klasse! Danke, danke! Danke, super! Anderer Mensch auch, wenn wir einen Fehler machen, dann müssen wir genauso gerade stehen, und auch ein Politiker muss meiner Meinung nach gerade stehen. Das ist ganz wichtig. Und natürlich bin ich für Volksentscheide, so wie in der Schweiz, dass wirklich jeder Einzelne mitbestimmt. Und ich habe vorhin gerade erzählt, dass ich ein Büchlein mit dabei habe. Das werde ich jetzt mal ganz kurz zeigen, weil in der Schweiz haben die das schon. Die haben in der Schweiz schon diese ja, im Jahr ein paar Mal über irgendwelche Thematiken wirklich abzustimmen. Und das zeige ich jetzt gleich, wenn ich es irgendwann mal finde. Da habe ich es ja schon langsam. So, also, ist übrigens ein rotes Buch, sehr witzig, also sozialistisch, nee, Schmarrn. Also ein rotes Buch, es sind ungefähr 120 bis 140 Seiten. Und da ist zum Beispiel, es war jetzt am 13. Juni 2021, erste Vorlage, Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesundere Nahrung. Zweite Vorlage, Volksinitiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Dann war die dritte Vorlage, Covid-19-Gesetz. Die vierte Vorlage, CO2-Gesetz. Und die fünfte Vorlage, Bundesgesetz für polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Es waren also fünf verschiedene Vorlagen. Das kriegt man dann im Jahr einmal, glaube ich, und stimmt dann zu gewissen Zeiten ab. Innen drin sind dann eben diese 120 oder 30 Seiten, und dann hat man Vor- und Nachteile. Also es ist wirklich, man hat einen sehr guten Überblick. Hinten stehen dann noch die, was der Staat sich denkt und vorschlägt, also ein Ja oder Nein. Aber das ist genau das, was einfach wichtig ist. Also wirklich sich informieren und abstimmen gemeinsam, und diese Volksentscheide von unten nach oben und nicht von oben nach unten, weil von oben nach unten, da können wir den Feudalismus gleich mal wieder einführen. Ne? Also das macht ja auch keinen Sinn. Und alle vier Jahre nur zu wählen irgendjemanden, macht eigentlich auch keinen Sinn, weil das verändert sich innerhalb von vier Jahren, verändert sich sehr viel. Also man hat nicht gewusst, dass zum Beispiel Covid kommt. Das war innerhalb von ein paar Monaten da. Also insofern immer wieder abstimmen, immer wieder gemeinsam wirklich für die Zukunft etwas generieren. Deswegen Volksentscheide. Und natürlich Gewaltenteilung. Jetzt habe ich wieder sehr viel subjektiv geredet. Ist denn irgendjemand hier, der auch irgendwie über irgendein Thema gerne sprechen möchte? Weil wir haben ja hier eine Open Mic. Das heißt, jeder, der seine Ideen oder einfach auch Fragen stellen kann in die Allgemeinheit oder mit der Allgemeinheit gerne diskutieren möchte, kann hier an das Mikrofon. Wir lassen jede Menschen zu, also ich bin jetzt nicht so, ich finde rechts nicht so prickelnd, aber egal, es gibt einen Philosophen, der heißt Voltaire, der hat gesagt, ich bin absolut nicht Ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung sagen dürfen. Und diesen Spruch finde ich sehr gut, weil jeder Mensch kann seine Meinung oder sollte seine Meinung äußern, und er darf
Und man muss seine Meinung äußern und man muss auch manchmal diametral zu den Wertevorstellungen von anderen Menschen sein. Das ist wichtig. Und eben hinter die Kulissen blicken. Wirklich hinter die Kulissen blicken, sich seine eigenen Gedanken über die verschiedenen Dinge machen und vor allen Dingen mit dem Herzen sehen. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, mit dem Herzen zu sehen, so wie der kleine Prinz, wie der Fuchs es gesagt hat, viele Dinge sind für die Augen unsichtbar und sind nur mit dem Herzen wahrzunehmen. Und jetzt ist es 7:15, normalerweise geht es bis um 7 Uhr, aber ich würde jetzt hier einfach mal vorzeitig die Versammlung beenden und würde noch gerne ein Musikstück erwählen, und zwar, wenn wir haben, das eine, wir sind viele, also wenn wir das noch haben, das wäre cool. Und dann danke ich für, dass ich hier sein durfte, dass auch Menschen auch teilweise hier gesprochen haben, was ich sehr, wirklich fantastisch finde, dass man wieder wirklich in diesen Diskurs kommt. Wir machen das alle 2 Wochen. München steht auf, da können Sie drauf schauen, wo es wieder stattfindet. Und wie gesagt, also miteinander reden, Diskurse haben. Möchten Sie auch irgendwas sagen, wenn Sie gerade hier sind? Momentan vielleicht? Ah, sind gerade dazugekommen. Haben Sie irgendein Thema, was Sie gerne ansprechen wollten? Ah ja, genau. Also wir haben hier AfD, ARD und ZDF. Ein bisschen harter Spruch. Aber wir haben leider Gottes, unsere Medien sind nicht mehr ganz so prickelnd, wie man das eigentlich... Okay, also Sie erkennen Sie auch so, brauche ich Ihnen nicht erzählen, ja. Ich glaube, es sind noch ein paar Menschen, die meinen, dass unsere Medien, sagen wir mal, unabhängig sind und die Wahrheit sagen, aber es scheinbar ist es... Also das, was ich jetzt höre, ist leider Gottes weit weg von der Wahrheit. Sehr gut, also Sie verweigern seit 4 Jahren die Rundfunkgebühren, weil Sie ungern die Rundfunkgebühren an jemanden zahlen, der keinen wahren Journalismus mehr macht. Kann ich gut nachvollziehen, bin ich absolut Ihrer Meinung. Und wir haben auch, also die Basis hat eine Leuchtturm steht auf, ARD, und wir haben jeden Mittwoch sind wir vor den Medien und sagen eben, wir möchten wieder wahrhaftige Presse haben. Und es kommen Menschen aus diesen Medien herbei und sagen, gut, dass Sie hier sind. Junge Dame, Sie möchten was sagen? Kurz ein Thema zur Politik. Ich finde, die Politiker sollten sich mehr einsetzen für die Ausländer. Ja, vielen Dank. Also sowohl für die Ausländer als auch für das eigene Volk finde ich auch gut. Wie gesagt, ich hatte das vorhin ja schon bemerkt, dass Gott sei Dank viele Menschen hier aus anderen Ländern kommen konnten, die in Ländern oder in Staaten leben, wo eben entweder Krieg ist oder eben, wo Korruption ganz oben ansteht. Und dass man dann natürlich gerne woanders leben möchte, um eben ein schönes Leben und ein kreatives Leben gestalten zu können. Das ist definitiv ganz wichtig. Und es ist ein Miteinander nur, egal von wo man kommt, egal was für eine Nationalität man anhängt. Wir sind alles Menschen. Und jeder einzelne Mensch, egal welche Sprache er spricht, welche Hautfarbe er hat und welche Religion, geht nur im Miteinander. Und da ist auch die Politik natürlich ganz wichtig. Hast du vollkommen recht. Definitiv. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einfach das letzte Lied. Junge Menschen, vielen Dank.